Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Extreme Challenge bei Rayman Legends. Wir gehen heute wieder den Turm ohne Ende hoch und ja, ihr kennt die alte Regel beim Turm ohne Ende, vertraue immer den violetten Looms, dann sollte das alles eigentlich kein Problem sein. Das heißt, wir probieren alle violetten Looms einzusammeln und dann sollten wir eigentlich auch nicht sterben. So, hier hoch. Die ersten 300 Meter sind wie immer kein Problem. Also sollten zumindest mal kein Problem sein. Das heißt, wir bekommen hier auch schon nach 160 Metern eine erste Pause ganz kurz. Dürfen dann hier weiter hoch. Heute sieht man leider das Gamepad nicht. Irgendwie hat das Programm gesponnen. Ja, aber ich erzähle euch trotzdem noch ein paar Kleinigkeiten, worauf ihr achten solltet gerade. Hier immer am besten den Stick in die Richtung drehen, in die ihr gerade lauft. Das heißt, wenn es auch die Wand hochgeht, dann laufen wir auch, drücken wir auch den Stick entsprechend dann langsam nach oben. So, hier rüber springen, hier rüber springen. Und es geht weiter nach oben. Den kennen wir auch schon. Hier einmal durchschlagen. Und immer schön von den Wänden. Gerade in dem Moment, wenn wir am Springen sind, möglichst keinen Controller-Stick drücken. Das kann manchmal unsere Flugbahn ein bisschen beeinflussen. Und das nicht meistens zum Guten. So, hier nochmal hoch. Auch wieder. Die sind ein bisschen lästig, finde ich. Ich meine, sind zwar nette Pausenabwechslungen, aber also man stirbt auch nicht an ihnen, aber sie kommt zweimal dran. Und das war wirklich unnötig in dem Fall. Hier auch aufpassen, möglichst keinen Controller-Stick drücken, sondern nur von den Wänden abspringen. So, hier nochmal drüber. Jetzt wieder die Wand hoch. Kennen wir alles schon, haben wir alles schon gehabt. Wann kommt irgendwann mal wieder was Neues? Ja, hier immer. Sprungschlag. Nochmal Sprungschlag. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Solltet ihr den optimalen Zeitpunkt dafür nicht erwischen, dann einfach vielleicht nochmal den Propeller einschalten. Das kann manchmal auch schon das Leben retten. So, wir springen weiter hoch. Das ist jetzt die Silbergrenze, dürften wir glaube ich schon passiert haben. So, es geht weiter hoch. Ich hasse diese Teile. Einmal wieder abspringen, über den Bumper wieder drauf. Einfach immer nur die Bumper anvisieren. So, drüber. Und noch einmal weiter hoch. So. Drüber. Wieder den Bumper anfixieren. Die Ringe, das ist jetzt ein ekliger Teil. Wenn wir hier nicht den richtigen Zeitpunkt erwischen, dann hilft uns auch der letzte Propeller nichts mehr. Ist ein kleiner Knackpunkt. Und der nächste kommt jetzt hier. Spring, spring, schlag, spring, schlag, spring. Ja. Nochmal hier. Über die Ringe drüber. Wir gehen weiter hoch. Und jetzt wird es wieder sehr, sehr einfach. Das heißt, also hier sind glaube ich kaum, ist glaube ich kaum jemand gestorben. An dem Teil. Wir bekommen auch hier nochmal eine Pause. Kurz Finger entspannen. Und schon geht's weiter. Rüberspringen, immer auf die Looms achten, auf gar nichts anderes. So, über den Ring weiter und kommen weiter, sind jetzt schon bei 1200, die Goldpassage war vorher bei den 1000 Metern. Springen weiter, gehen drüber, hier noch einmal durchschlagen und dann ist es kein Ding. Über den Bumper, weiter hochrennen, haben wir auch schon gesehen, dieses Teil. Auch hier, das kennen wir. Sprung, Sprung, Schlag, Sprung, Schlag, Sprung. Halt eben dieses Mal zur anderen Seite. Gut, weiter hoch. Wir bekommen wieder eine Pause. Sind bereits bei 1400 Meter, also eindeutig Gold. Gehen hoch, Sprung, Sprung. Drüber. Ja, auch nochmal ein Schlag. Weiter geht's hoch. Noch einmal hier drüber. Wir laufen weiter hoch. Zweimal springen. Und da habe ich leider aussehentlich den Laufweg vergessen. Ja, also das waren 1500 Meter heute bei Rayman Legends. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Es war die Extreme Daily Challenge. Und ja, wenn es geklappt hat, gebt ein Like. Und ansonsten sehen wir uns morgen zur nächsten Daily Challenge. Bis dann.